So, ist hier noch eine? Ne, hier im Gang ist keine mehr. Da oben ist noch eine. Hier ist eine. Also hier sind zwei drin. Und hier sind noch fünf, wenn wir die hier oben mitrechnen. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Was, wo gehst denn du jetzt hin? Oh, Ian. Hallo. Ja gut, jetzt ist er doch. Jetzt bleibt er doch hier. Ian, bleib hier. Für deinen Sieg im Kampf erhältst du 75 Erfahrungspunkte. In dieser Richtung im Rest der Vault waren empfindliche Geräte, die vermutlich ruiniert und zerstört worden sind. Die Chancen, hier noch etwas Wertvolles zu finden, sind sehr gering. Ja gut, aber wir werden es trotzdem machen. Wir werden trotzdem mal gucken. Nicht getroffen, leider. Aber Ian trifft doch bestimmt. Nicht? Auch nicht getroffen. Das ist aber ungewöhnlich. Doch, beim zweiten Mal hat er getroffen. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist alles defekt. Okay. Da müsste irgendwo eine Ratte sein. Sehr gut, haben wir einen Volltreffer gelandet. Inzwischen sind wir ganz gut beim Schießen, ne? Das ist defekt alles. Können wir hier noch irgendwo gucken, aber ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Da hatte die Anzeige schon recht, dass hier nichts mehr zu finden ist. Aber ich schaue trotzdem mal. Es stand hier nur, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Nicht, dass es unmöglich ist. Also hier ist nichts. Schauen wir da drüben hin. Was wir auf jeden Fall hier bekommen, sind Erfahrungspunkte, wenn wir diese Tiere hier erledigen. Die mutierten Tiere, muss man dazu sagen. Das ist die Bibliothek. Du hast diese Einrichtung schon einmal in der Bibliothek deiner Vault gesehen. Okay, gut. Erledigen wir. Aber leider nicht ganz. Aber Ian, du erledigst das, oder? Ha! Sehr gut. Aber für den Sieg über die Feinde bekommen wir 25 Erfahrungspunkte, 5 Trefferpunkte und nochmal ein Trefferpunkt und jetzt ist sie erledigt. So, dann nehmen wir mal die hier aufs Korn. Da kommt sie an. Sehr gut. Ian erledigt das. Die andere ist auch erledigt. Ich glaube, sonst ist hier keine mehr, ne? Nee. So, sind denn hier noch irgendwelche Sachen zu finden? Das ist das Wichtige. Nö. Monitor. Monitor funktioniert nicht mehr. Aber vielleicht da hinten. Da kommt erstmal eine Ratte an. Keine Munition mehr. Und dann haben wir hier noch dieses Wesen da, dieses Krötenwesen, diese Wolfsratte. Sehr gut. Ziel ist blockiert, das ist schlecht. Okay, dann setzen wir den Zug aus. Ian kann eh besser zielen als wir. Schweineratte ist tot. Aber steht hier irgendwo was? Nö. 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 Okay, aber eine Ratte ist, glaube ich, noch hier. Was ist denn das hier? Aha, hier ist noch ein Spinn. Schaut mal. Da haben wir doch noch was gefunden. Was ist das denn? Punkt 44 FMJ. Irgendeine Munition. Die nehmen wir natürlich mit. Jawohl. Können wir auch verkaufen. Sage ich sehr oft, ne? Aber das wisst ihr. Inzwischen wisst ihr es. Er steht hier blöderweise ein bisschen im Weg. Aber ach, hier ist gar keine Ratte mehr. Ich dachte, hier wäre noch eine. Ne, hier ist keine mehr. Umso besser. Dann haben wir das hier erledigt. Und können wieder an die Oberfläche zurück. Doch irgendwo hier muss noch eine sein. Nee. Also gut, dass wir hier noch mal hinten waren. Da war doch mal ein Spind.
alles voller toter Ratten. Was ist das hier? Was Ungewöhnliches. Na gut, dann wieder hoch an die Oberfläche. Wo lag hier ein Messer? Oder ich habe das Messer getriggert, das wir im Gepäck schon hatten. Kann natürlich sein. Höhlenwand. Komisch. Steine. Also irgendwann stand da hier mal ein Messer. Aber vielleicht habe ich auch das Messer von Ian aus Versehen angeklickt. Kann auch sein. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Gut, dass wir das Silent Shady Sands gefunden hatten. Ach, ich muss wieder speichern, ne? Nicht, dass ich das vergesse. Speichern, speichern. So. Ich würde ganz gerne immer das Datum einspeichern, bevor ich speichere. Aber ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist sowieso mit abgespeichert automatisch. So, dann hier hoch. Ah, hier ist noch eine Ratte. Halt, hier ist noch eine Ratte. Sehe ich gerade. Da ist auch noch eine. Die müssen wir noch erledigen. Ah, sehr gut. Und da ist auch noch eine, Ian. Ah, die greifen uns jetzt an. Aber daneben. So, wir erledigen sie natürlich. Das wären nochmal 50 Abenteuerpunkte, bzw. Erfahrungspunkte, die wir nicht unbedingt liegen lassen müssen. So, und jetzt geht's hoch. So, wie schaut's denn hier eigentlich aus? Das ist auch nur ein Lüftungsschacht, ne? Kommen wir auch nicht weiter. Da war ein Spind. Ja, sonst ist hier nichts mehr. Na, dann raus! Das sind alle toten Ratten, die wir schon gefunden haben. Da ist sonst nichts mehr, ne? Hier ist auch nichts mehr, ne. Nichts mehr hier. Nichts mehr hier. Wo ist denn der Ausgang? Ach, hier ist die Leiter. Ich möchte gerne hier hoch, ja. Da ist der tote Skorpion, da haben wir ja das Gift. Den Giftstachel, den bringen wir jetzt zurück nach Shady Sands. Können wir hier rasten? Ich glaube, das kann man nur auf der Weltkarte machen, das Rasten, oder? Ja, ich glaube, hier können wir nicht rasten. Obwohl, wir könnten Karte drücken. Das sind die Karten vom Vault 15, das bringt uns alles nichts. 142 Tage haben wir noch Zeit. Archiv, Aufseherbriefing bringt uns auch nichts. Status. Suche den Steuerchip. Ach, das sind unsere... Halte die Ratskoppins auf. Das sind unsere Questen, die wir gerade haben. Gut, wir haben wieder 17 Fähigkeitspunkte bekommen. Normalerweise hätten wir jetzt schon einen Bonus bekommen. Aber da wir ja versiert sind, bekommen wir den erst beim nächsten Levelaufstieg. Für den nächsten Levelaufstieg brauchen wir noch 2200 Punkte. 2205 Punkte. So, diese Punkte, ich werde wieder in kleine Waffen investieren. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir hier möglichst akkurat schießen können. So, dann öffnen. Gehen wieder ein paar Punkte rein. Und in Naturbursche. Ja, und dann vielleicht nochmal. Was können wir denn noch machen? Unbewaffnet werfen, Erste Hilfe, Arzt. Erste Hilfe sind wir schon ziemlich gut. Schleichen, ja. Stehlen brauchen wir nicht. Falle, Wissenschaften, reparieren kann man, glaube ich, auch anders. Vielleicht noch in Reden. Machen wir nochmal eins in Reden. Das ist ja schon unser Kernmetier. So. Gut, sollen wir nochmal speichern? Können wir machen, aber speichere ich aber den siebten Punkt hier. Weil den haben wir ja erst gespeichert. So, und dann gehen wir hier mal weiter. Und wir wollen zurück nach Shady Sands, bitte. So, können wir jetzt irgendwie rasten? Ich dachte, wir könnten rasten. Jetzt sind wir irgendwo in der Wüste. Äh,
Rasten, ja. Irgendwie kann man hier auch rasten können, ja. Da wechseln wir die Waffe. Das ist es nicht. Hier ist es sicherlich auch nicht. Da ist der Scanner. Den haben wir noch nicht. Drucken. Ja, drucken wird es nicht sein. Warum können wir nicht rasten? Also ich würde sehr gerne rasten. Ach, wir sind eh voll geheilt. Ach, das ist glaube ich schon rasten, wenn wir hier auf der Karte einfach irgendwo stehen bleiben, oder? Kann das so sein? Aber jetzt sind wir voll geheilt. Oder? Nee, sind wir nicht. Wir haben nur mehr Lebenspunkte, weil wir aufgestiegen sind. Tja, ich finde es nicht raus, Leute. Vielleicht ist es dieser Knopf, der nicht mehr da ist. Da oben könnte Rasten sein. Nee, das ist der Wecker. Ruh dich bis... Ach doch, hier. Wecker, ruh dich aus. Okay. Ruh dich bis zum Morgen aus. Ruh dich aus, bis du geheilt bist. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Jetzt ist es Nacht. Das ist natürlich schlecht. Weil wir wieder angegriffen werden könnten. Und wir wollen nach Shady Sands, bitte. Okay, wir sind da. Das ist der Eingang, das ist der Garten, das ist der Brahmin-Stall. Wo wollen wir denn hin? Ich wollte mal zum Arzt, der ist hier, glaube ich. Komm, gehen wir einfach mal hier zum Eingang. Wir fangen mal hier an, indem wir mit dem hier reden. Seht, den Anführer der Waffen. Nö, da hat nichts Neues zu erzählen. Gehen wir weiter. Dann gehen wir zum Arzt. Wir könnten mal handeln, oder? Wir könnten eigentlich mal handeln. Diesmal lasse ich mich aber nicht mehr so leicht übers Ohr hauen. Wie beim letzten Mal. Das war, glaube ich, Folge 2 oder Folge 3. So, wir haben so einen Skorpionstachel. Ich habe etwas über das Ratskorpiongift hier. Kannst du damit was anfangen? Zeig mal deinen Sack. Ja, damit kann ich was anfangen. Sehr gut. Hier, da schenke ich dir. Es wirkt ausgezeichnet gegen den Stachel eines Ratskorpions. Darüber hinaus kann man es aber auch sehr gut als allgemeines Gegengift und zur Vergiftungsbehandlung verwenden. Sehr schön. Was haben wir bekommen? 250 Erfahrungspunkte. Und hier, das hier. Das Gegengift. Flasche mit einem selbstgebrauten Mittel gegen Gift. Milchige Flüssigkeit versetzt mit Stücken von Ratskorpionfleisch. Gewicht 1 Pfund. Na, von mir aus. So, hat er sonst noch was zu erzählen, der Arzt? Was weißt du über Ratskorpions? Nicht besonders viel. Es scheint sich bei ihnen um eine besonders große Gattung des nordamerikanischen Kaiserskorpions zu handeln. Das kennen wir schon. Was treibst du hier? Er ist der Arzt. Das wissen wir auch schon. Ich wollte gerne mit ihm handeln. Handeln? Was hat er denn? Ah, er hat Stimpacks. Ich hätte zum Beispiel hier... Was haben wir denn zum Verkaufen? Zum Beispiel diese Munition hier hätten wir theoretisch, ne? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Oder die hier. .44MMJ. Ich traue mich halt nichts zu verkaufen, weil ich nicht weiß, was ich noch brauche. Aber schauen wir mal. Wenn wir die jetzt mal hier rüber packen. Was würde uns denn dafür geben? Zum Beispiel das hier. Alle. Und noch das Ganze. Ah, hier unten sieht man, wie viel das hier was wert ist. Das ist $60 wert und das hier ist $137 wert. Macht das trotzdem? Nee, das Angebot ist nicht gut genug. Ich meine, wir hätten noch so ein Messerangebot. 100 zu 137, machst du es? Nö. Dann nehmen wir doch mal nur eins. Und dafür ein bisschen Geld. Sagen wir mal 6. Nee, noch ein bisschen mehr. So. Nee, noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht, wenn wir hätten, ne? Einfach, falls wir es mal brauchen, dann haben wir es. Eins noch? Jetzt, oder? So, super. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld.
Genau. Ich will den mal angreifen, aber es ist ja bloß ein armer Hund. Der macht doch gar nichts. So, wie geht's denn unserem Ian? Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht genau sehen kann, was er dabei hat und alles, oder? Das muss doch möglich sein. Nee, das ist unsere Tasche. Okay, das bringt nichts. Er sieht unverletzt aus. Info. Ah, bei Handeln, glaube ich, sehen wir, was er hat. Genau, da sehen wir, was er hat. Er hat ein bisschen Munition, ein bisschen Geld und zwei von diesen Stimpacks dabei. Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Ich kann mit so ziemlich jeder Art von Pistole gut schießen und ich kann auch mit einer halbautomatischen Knarre umgehen. Ein Messer kann ich auch einsetzen. Puh, ja, wir haben nämlich dieses Maschinengewehr, aber ich weiß nicht, ob ich das ihm in die Hand geben möchte. Ich glaube eher nicht, weil sonst schießt er am Ende noch uns in den Rücken. Das können wir auch nicht unbedingt brauchen. So, wo ist der Anführer? War der nicht hier drin? Ich glaube schon. Da ist er doch, oder? Das ist er doch. Guten Tag. Wir haben deinem Arzt geholfen. Kann ich dir dienen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Junktown liegt südlich. Das wissen wir schon. Sicherlich. Beeil dich und befrei uns von den Ratscorpions. Sollen die Ratscorpions immer noch töten, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt schon traue. Ich glaube nicht. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall noch warten, bis wir einen Bonus bekommen haben. So, wo ist denn dieses Mädchen? Das ist sie doch. Hallo nochmal. Wie kann ich dir... Ja, ich war noch nie woanders. Weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Wie gefällt's dir so? Gut, es ist Heimat und so. Warum gehst du nicht einfach weg? Ich? Genau. Weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig um allein... Dann versuchen wir auch nochmal mit ihr zu handeln. Hat sie noch irgendwas, was uns interessiert? Sie hat ein Messer. Und ein Stimpack, ne? Gut, aber... Alle Sachen, die ich jetzt habe, möchte ich eher nicht weggeben. 32 haben wir inzwischen von denen. Hui, da haben wir das gut verkauft. Ich weiß nicht, ob wir es hätten verkaufen sollen, aber ne, wir haben es zumindest verkauft. Gut, sie hat jetzt nichts, was uns interessiert. Also, dann gehen wir jetzt. Vielen Dank. So, gibt es hier in der Stadt noch irgendwas zu tun? Ich wüsste jetzt nichts direkt hier noch zu tun. Dann können wir eigentlich mal in die nächste Stadt aufbrechen, oder? Das war die Toilette drin, ja. Gehen wir mal in die nächste Stadt. Die haben ja auch nichts mit uns zu besprechen. Wir könnten höchstens noch mal mit ihr reden, mit Katrina. Vielleicht hat sie noch was zu erzählen. Ich bin unbewaffnet. Ach so, stimmt, wir sollen ja unsere Waffe einstecken. Wir wollen auch mal mit ihr handeln. Ja, sie hat auch nichts wirklich Interessantes. Okay. Ja. Genau, man sollte die Waffe wegstecken, das wissen wir inzwischen, aber wir gehen jetzt ja eh. Vielleicht, warte mal, vielleicht hat sie doch noch was Wichtiges zu sagen. Ich steck mal ganz kurz die Waffe weg. Wir können sie ja super schnell wieder ausrüsten, das ist ja kein Problem. Vielleicht hat sie doch noch was Interessantes für uns zu sagen. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut, kann ich dir etwas helfen? Hilf mir bitte. Ich würde dir gerne helfen, auch ich war einmal wie du. Ich hoffe, dass mein Wissen dir nutzen wird. Sag mir etwas über den Rest der Welt, sag mir etwas über dich. Wo bekomme ich eine bessere Ausrüstung? Du musst es so machen wie wir. Sammle sie oder handle darum. Wenn du angegriffen wirst, kannst du vielleicht die Ausrüstung deiner Feinde ergattern. Auch vorausgesetzt, du lebst lang genug, um sie auszurauben. Wir sind eine friedliche Gemeinschaft, also handeln wir um die Dinge, die wir selbst nicht herstellen können. Das macht Sinn. Ja. Nee, sie hat aber nichts wirklich Interessantes zu sagen. Wisst ihr, wo wir jetzt hingehen werden? Ich verrate es euch gleich. Jetzt erstmal, wenn wir uns wieder ausrüsten. Zack und zack. Dann gehen wir hier raus. Und dann werden wir hier hingehen. Genau, ihr habt richtig gesehen. Wir gehen zurück zur Vault 13 und berichten erstmal, dass Vault 15 ausgelöscht worden ist. Vielleicht möchten die das dort ja wissen. Und vielleicht haben die eine Idee, wo wir als nächstes suchen können. Nach dem fehlenden Wasseraufbereiter. Nach diesem Chip. So, das ist Vault 13 tatsächlich. Höhleneingang, Eingang, Unterkünfte, Kommandozentrale. Dann gehen wir doch direkt mal zum Eingang.
Von manchen Läden hier habe ich schon gehört, war aber noch nie dort. Schaut ordentlich und sauber aus. Ein bisschen zu sauer für meinen Geschmack. Ja, stimmt. Das ist genauso aufgebaut. Schaut mal. Da unten ist der Eingang. Das ist genauso aufgebaut wie Vault 15. Nur, dass es das hier über Licht ist und alles, ne? Und da können wir dann auch mit dem Aufzug runter... Ian, bist du da runtergefahren? Mit dem Aufzug? Ich glaube, Ian ist im Aufzug. Hier können wir, glaube ich, erstmal mit jedem reden, die Computer benutzen und schauen, ob wir hier irgendwelche Sachen finden, die wir nutzen, die wir brauchen können. Und wir werden mit dem Aufseher reden, ob er vielleicht Tipps für uns hat, wo wir als nächstes suchen können. Wir wissen ja, wir kennen ja schon einige Orte inzwischen. Wir kennen Junktown und wir kennen den Hub. Das sind alles Orte, wo wir als nächstes hingehen könnten. Könnten, wenn wir jetzt hier von den Leuten hier nichts Näheres erfahren. Dann werde ich wahrscheinlich als nächstes nach Junktown gehen. Aber erstmal hier diese Vault besichtigen und mit jedem mal reden und schauen. Vielleicht treffen wir unsere Eltern. Irgendwo müssen noch unsere Eltern hier auch sein, oder? Na gut, das erfahren wir alles in der nächsten Aufnahme. Bis dann, macht's gut, Valete. Und Ian ist wieder da. Sehr schön.